Philipp Schlegel vom SV Wendelsdorf, zweite Mannschaft, ist bei mir. Und zwar ein großes Spiel wirft die Schatten voraus. Was steht an? Zweite Herren Wendelsdorf stehen im Pokal-Halbfinale am Ostermontag hier zu Hause in der Windarena. Ist, denke ich, eine Chance, die wir so schnell nicht wieder kriegen. Wir würden uns natürlich über reichlich Zuschauer, reichlich Unterstützung freuen und sind dann guten Mutes hier, den Einzug ins Finale zu schaffen. Noch nie historisch. Was weißt du über den Gegner? Ach, mit Moisburg 2 kommt eine Mannschaft aus der Kreisliga. Von der Liga her erstmal ein Stück weit vielleicht über uns, aber wir sind motiviert. Wir haben auf unserem Weg dahin auch schon den einen oder anderen Kreisligisten geschlagen und sind natürlich heiß darauf, auch den nächsten aus dem Rennen zu schmeißen, rauszukegeln, um dann den Platz im Finale zu sichern. Wäre eine schöne Sache für euch, Ostermontag. Danke. Herz, Darm, bringen Kuchen mit und genau. Mittag. Genau, und dann kommen alle auf die Kosten. Kühlspielchen gibt es, denke ich, auch. Ich hoffe, wir haben so ein Wetter wie heute, wie die letzten Tage. Und genau. Dann freuen wir uns auf einen richtig geilen Kick. Die SVB-Familie kommt zusammen. Danke. Viel Glück dafür. Um kein Video von uns zu verpassen, muss man unten bei YouTube die Glocke drücken. Wir freuen uns auch über ein Gefällt mir. Und wer mal selbst ein Thema hier erörtert haben will, der spricht uns gerne an. Und für Vereinsvertreter ist das sogar kostenlos. Wir freuen uns. Wir sehen uns.